Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind in Belgien unterwegs bei einer Geoart. Ich blende euch mal kurz ein und ja, da werden wir jetzt einige Caches machen. 100 um genau zu sein. Ja, der erste liegt jetzt in 100 Metern und ja, wir werden euch jetzt mal die schönsten Verstecke zeigen und auch den Bonus. Und dabei wünschen wir euch viel Spaß. So, wir sind jetzt hier beim ersten angekommen. Der ist einfach hier mit so einem Tarnnetz getarnt. Und wie die Geoart verspricht, ist eine Holzrakete mit einem vollen, also recht vollen Logbuch. Ja, da verewigen wir uns mal kurz drin. Weiter geht's. So, wir haben den zweiten jetzt auch gefunden. Das ist einfach hier im Wald ein Stöpsel. Was ziehen wir heraus? Hier ein Stern mit einem Logo. Flight through space. Nett gemacht. Auf sandigen Wegen geht's weiter zum nächsten. Wir versuchen hier schon immer die Hinweise zu entschlüsseln. Also, letzten haben wir euch jetzt nicht gezeigt, es war genau der gleiche wie davor. Und wir zeigen euch jetzt nur noch die außergewöhnlichsten, immer die neuen Verstecke. Ja, und weiter geht's. So, den nächsten haben wir jetzt auch gefunden. Wieder hier ein Tarnnetz. Aber diesmal findet sich hier ein Tettling in einem Stern. Hier ein ausgelaserter Stern aus Hartplastik und einem Tettling. So, im nächsten Versteck haben wir jetzt hier einen Teil der Bonuskoordinaten gefunden. Ja, wieder eine nette Dose. So, nach langer Zeit haben wir jetzt mal wieder ein neues Döschen gefunden. Alle anderen haben sich sonst immer wiederholt. Und zwar diese Platte hier. Auch wieder sehr dickes Plastik. Und eingraviert haben wir hier eine Rakete, ein Alien, die Erde und einen Paddling. So, wir sind jetzt wieder im Wald. Mittlerweile tun sich die Verstecke mittlerweile halt wiederholen. Und ja, hier sind wir schon beim nächsten. Und ja, dann, da ich euch nicht damit beschäftigen möchte, dass sich die Verstecke die ganze Zeit wiederholen. Die sind natürlich trotzdem extrem schön gemacht. Und wir schon alle die Bonusdaten gefunden haben, werden wir nun direkt zum Bonus gehen. So, nachdem wir einige der Caches gemacht haben, bin ich beim Bonus angelangt. Wir haben eine recht große Kiste. Wir werden mal versuchen zu öffnen. Unten drunter. Also hier in dem, also hier in diesem Kasten befindet sich eine äußerst schöne Rakete aus Lego gebaut und jeglichen Fliegern und Figürchen. Hier auch noch ein Event. Etwas voll. Gehen wir uns einfach auf die Rückseite. Perfekt. Echt cooler Kette. So, nur noch alles wieder zurück. So, das war's jetzt nun mit diesem kleinen Vlog. Für uns war er etwas größer. Für euch ist nur ein paar Minuten. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Fazit zur Runde. Ich fand sie echt schön gemacht. Und ja, der Owner hat sich einiges einfallen lassen und verschiedene Verstecke gemacht. Und die waren eigentlich schon recht immer aufwendig dafür, dass es 100 Stück sind. Und der Bonus war jetzt auch noch das coole Highlight. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.